Hey, und damit herzlich willkommen zu dem kleinen Osterspecial, was ich hier vorbereitet habe. Ja, nicht wundern, wenn ich im Video keine Hasenohren trage. Die sind echt fucking unbequem und tun übelst weh hier. Weil die sind eigentlich für Kinder gemacht und es sind Teufelshörnchen, wie man hier noch sehen kann. Also Teufelshörner. Deshalb nehmt es mir nicht übel, dass ich die jetzt im Video nicht aufhabe. Aber ich werde sie später im Video nochmal tragen. Also haut rein und habt viel Spaß. Man sieht sich am Ende nochmal. Und damit herzlich willkommen zum Osterspecial. Heute zocken wir Mr. Hobbs Playhouse. Dann noch ein kleines Flashgame, beziehungsweise zwei. Kommt drauf an, ob sie funktionieren. Und dann noch ein bisschen FNAF. So, starten wir erstmal ein New Game. In Mr. Hobbs Playhouse geht es darum, dass wir eine kleine Ruby spielen. Die von ihrem lebendig gewordenen Kuscheltier, welches sie von ihrer Großmutter geschenkt bekommen hat, verfolgt werden. Genauer habe ich mich mit der Story auch nicht befasst. Ich weiß, dass es Tapes gibt im Spiel, die die Story ein bisschen erklären. Aber ich werde mir das nicht durchlesen und auch leider nicht vorlesen, es tut mir leid. Wer das mit der vorgelesenen Version sehen möchte oder hören möchte, muss sich das mal bei Seth angucken. Ich werde das mal unten verlinken, den Kanal von Seth. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Eventuell muss ich, glaube ich, sogar für die andere Version, es gibt nämlich eine zweite Version, wo Ruby ein ganz anderes Gerät in die Hand bekommt. Das hört sich irgendwie falsch an. Es geht um eine Waffe. Das macht es nicht besser, oder? Ja. Es ist ein bisschen blutiger, die andere Version. Ich werde da mal dann ein paar Videos von Seth einblenden. Beziehungsweise den Part von Seth-Videos werde ich zeigen. Und hier können wir auch schon Mr. Hobbs das erste Mal sehen. Und zwar befindet er sich, ja, direkt dort. Aber er tut uns noch nichts. Als wenn er erstmal gucken würde, ob wir überhaupt zu Hause sind. Seth ist ja zum Beispiel übelst abgegangen beim Spiel. Wegen den Scares. Wow, ich habe gerade jeden Sprung verkackt. Und hier würde zum Beispiel überall Blut an der Wand sein. Was hier gerade nicht der Fall ist, wie man offensichtlich sieht. Ich werde versuchen, übrigens alle drei Endings zu holen. Verwirrt. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, ja. Okay, auch nur ein bisschen. Kommt halt drauf an, ja, normalerweise. Normalerweise bin ich der extreme Schisser hier. Für gewöhnlich habe ich vor allem, fast allem Angst. So, mit Headset höre ich jetzt, wie weit er von mir entfernt ist. Zum Beispiel kann ich ohne Angst losgehen. So. Und damit hätten wir auch schon das erste Ending. Was kein gutes Ending ist. Jetzt starten wir wieder hier. Versuchen jetzt das zweite Ende zu kriegen. Was glaube ich mit Tapes zu tun hatte. Okay, jetzt soll er da drüben. Stimmt, hier war das Schlafzimmer. Übrigens, je nachdem, wie viele Tabs wir haben, verändert er auch sein Aussehen. Scheiße. Fucking hell. Ja, und da habe ich mich auch schon erschreckt. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der extrem nach hinten springt. Ich bin ja einer von denen, die einen sehr männlichen Schrei von sich geben, wenn sie sich erschrecken.
äußerst männlich übrigens. Das locken wir mal kurz hier hin. Damit er dann in Richtung Schwein geht. Genau so. Es kann zum Beispiel sein, dass das letzte Ending bei mir gar nicht funktioniert. Naja, finde Rubys Mutter. Rubys Mutter, Digga. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Im unteren Bereich. Es ist sehr unangenehm. Dadurch, dass es, oh Gott, dadurch, dass es Licht so blendet, sehe ich fast gar nichts. Hier übrigens neben mir läuft noch die Play. Alter, wie, was habe ich denn hier schon wieder? Sieht ja aus wie ein gerupftes Huhn. Ja, ungeil. Genauso wie die trockenen Lippen. Ich habe heute viel zu wenig getrunken. Okay, 18. April. Das sollten wir uns vielleicht merken. Also ich weiß, dass wir uns das merken sollten. Ich muss nur darauf achten, dass er weit genug von uns weg ist. Fast hätte die Runtertaste nicht funktioniert. Dann wären wir sowas von gestorben. Scheiße. Gehen wir mal in die andere Richtung. Seth meinte, da hinten waren geile Hasenweiber. Nein, nicht die Richtung. Da drüben hin. Ja, ja, genau dahin. Das ist auch, was ich jetzt mache. Scheiße. Das wollte ich nicht machen. Tape 1. Ich ehrlich sein soll, weiß gar nicht, wo alle Tapes waren. Man sieht jetzt schon, er hat keine Augen mehr. Fuck! Irgendwas war mit meinem Sprungbein los. Oh, lauf! Der Stelle ist ganz einfach, ihn zu triggern. Daddy, er rennt rüber. Und wir tricksen ihn aus. So, und da schon das zweite Tape. Nach wie vor noch kein Secret an der Stelle. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es ein Secret ist. Boah! Pff. Das hat mich gut gekriegt. Respekt an dich, du alter Hase, du. Das geht mir ganz schön in die Pumpe. Nein! Oh! Der wollte mir ans Höschen, habt ihr genau gesehen. Ja, genau da. Perfekt für uns. Wollt ihr das Häschen einfach mal schnuppern? Musst du aber erst mich fragen. Ja, mich musst du fragen. Ich bin schließlich derjenige, der dem die Unterhose gehört. Verstehst du? Mir. Mich, seine Unterhose ist das nämlich. Ey, nach da hinten. Ey, nach da hinten. Nach da. Nach da. Ich weiß nicht genau, wie die um die Face kommen. Ich glaube, nach da muss ich zeigen, ne? Willst du mich irgendwie ärgern? Geh in Richtung Schweinchen.
du, ein verräter Soldat. So. Hier kommen wir nach wie vor nicht raus. Nein! Uiuiuiui, das war knapp. So. Hustensohn natürlich. Wisst alle, dieser Hase ist ein Hustensohn. Und was einer, was für einer, Digga. So ein Hustensohn. Käse schwören können, das Auto lag da nicht. Na, falsche Richtung. Wo waren nochmal die geilen Hasenweiber? Richtig, da hinten. Da hinten sind auch geile Hasenboys. Ah, guck mal da, jetzt konnten wir ihn. Oh, ruf doch nicht an. Ist niemand. Kann's weitergehen. Hallo? Hallo? Ja. Ruby? It's Mark from next door. Ach so, hallo, okay, ja. There? I've been trying to call for hours. Ja. Hallo? Ja. Ich bin noch dran. Ruby? Hallo, oh Gott. Komm mal her. Da hinten hupen sie, die wollen dich abholen. Geh mal hin. Geh mal gucken, wer das ist. Jawohl. Das Schwein hört sich an, als würde jemand lachen. Oh, 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 oh. Jetzt hätte ich fast zu große Klappe gehabt. Schöne Bimmelmusik hast du da. Wo hast du denn das gefunden? Komm, sei blöd. Jawohl. Psst, Soldat. Der geht wieder zurück, jawohl. Oh Gott! Das war das Secret, was ich meinte. Ich wusste nur nicht, ab welchen vielen Tapes es kommt. Hey, geh weg, Insekt. Weil ich hier eine helle Lampe habe. So eins Risiko! Oh. Wurde belohnt. Kommt. Da ist er. Nix bin ich. Guck mal, ich teabagge. Oh, wie findest du das, hä? Guck mal, ich teabagge dein Püppchen. Hahaha. Frage ist nur, wo ist das nächste? Hier bin ich. Huhu. Den schießen wir. Scheiße, ich habe extra gewartet, um meine Ausdauer aufzuladen. Ne, hier ist nichts. Ist sehr unangenehm, wenn das ganze Haus leise ist um 23.27 Uhr. Ist hier noch überhaupt irgendwas? Er muss in der Richtung sein, damit ich abpassen kann, wie lange ich noch laufen kann. So. Schwein. Ich lock hier mal nach da. Richtung Schweinchen. Genau so ist es richtig.
deiner Kackhase, du. Scheiße, hier hinten war gar nichts mehr, oder? Nee, da war die Küche und da habe ich schon hergeholt. Nach wie vor dahin. Da geht voll die Party ab, Digga. Krasse Mucke, richtig fett Elektroparty. Ja, da würde ich auch hingehen. Das muss sein. Das hört sich lustig an. Er ist direkt vor mir. Nein, 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 nein. Ziemlich Kackstelle hier. Fuck. Genau der Moment, wo ich mich entschlossen habe, loszurennen. Hat er sich entschlossen. Hier drüben. Dann muss das eigentlich da oben sein. Ich weiß nicht, ob die KI sich wirklich verarschen lässt. Wenn wir in die Richtung gucken. Hier hinten steht auch übrigens was an der Wand. Okay, ich muss nur da vorne rauskommen jetzt, wo wir hier in die Richtung gucken. Wenn er da durch ist, dann kann er uns eigentlich nichts mehr anhaben. Jawohl. Hier, nochmal richtig teabaggen. Haha. Du Ratte, du. Geiler Ratte, du. Nee, shit. So. Soldier 76. Ja. Ist das mit dem Soldier triggern? Hier ist Telefon, geh mal ran. Jawohl. Oh. Ey. Jo. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist ein Horror-Game, okay? Ich bin sehr schreckhaft. Ich werde mich heute nicht so viel erschrecken. Halt doch dein Maul, Varon. Nein! 2-1 Risiko. What? Der ist nach vorne gelaufen und wieder zurückgegangen. Guck mal da, ich gucke in die Richtung. Das heißt, du musst in die Richtung gehen, um mich aufzuhalten. Genau. So triggert man die KI. So. Und jetzt ab zur Haustür. Denn jetzt können wir entkommen. Das war knapp. Ja, genau. Guck da hinten nach. Ja, Telefon. Aber vorher müssen wir ihn natürlich töten. Und auch hier versteckt sich ein Easter Egg, was aus FNAF bekannt ist.
aus FNAF 1. 1987. Das Jahr des Spite of 87. Dann wird man von Golden Freddy gejumpscared. Das ist wie in FNAF 1, wenn man da die Schwierigkeitsstufen auch so eingestellt hat, ist genau dasselbe passiert. So, das nehmen wir. Und im Original hält Ruby hier eigentlich eine Pistole. So, das ist verdammt nochmal still. Übrigens für Secret Ending. Muss man das ganze Spiel nochmal von vorne durchspielen. Bock habe ich darauf nicht. Aber ich werde es dennoch durchziehen. So, aber vorher müssen wir den Typen killen. Das Secret Ending zeige ich euch danach. Wenn es denn hinhaut bei mir, weil bei Seth hat es nur ruckelnd hinbauen, sag ich mal, also ruckelnd schwer geklappt. Als ich es privat gespielt habe, hat es bei mir nicht geklappt. Deshalb weiß ich nicht, wie das jetzt aussieht, wenn ich das mache. Tritt nicht auf meine Gitarre. Oh ja, doch. Was erlaubt der Lümmel sich? So, das musste sein. Shit. Am Ende kommt heraus, dass es doch nur der Nachbar war. Ja. So, und jetzt müssen wir Nana, unserer Großmutter, einen großen Kuss geben. Und zwar mit der Zwille direkt zwischen die Stirn. Ach stimmt, den Jumpscare haben wir noch nicht gesehen. Den zweiten, den er hat. Das ist der zweite Jumpscare, den er hat. Wollte ich schon mal gezeigt haben. So. Und das Ending ist auch verändert worden. Weil Police Stay Where You Are ergibt nicht wirklich Sinn, wenn sie da mit einer Zwille rumläuft. Wie gesagt, im Original läuft sie eigentlich mit einer Pistole rum. Weswegen das Ganze auch mehr Sinn ergibt. Ja. Und jetzt müsste ich das Ganze nochmal durchspielen. Denn wenn ich jetzt auf Continue drücke, starten wir an der Stelle, wo ich nicht zurück kann mit E, wie man hört. Dementsprechend kann ich nur die letzte Sequenz nochmal von vorne machen. Und zwar der Kampf gegen Mr. Hobb. Und das bringt uns ja nicht so viel. Deshalb setze ich hier mal kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, wieder zurück. Ich habe nochmal so weit gespielt, bis wir jetzt hier die Slingshot haben. Und hoffentlich klappt das Secret Ending diesmal, weil wie gesagt, als ich privat gespielt habe, hat es nicht funktioniert. Falsches machen. Jetzt darf ich wieder alles von vorne machen. Ne, die war es nicht. Das war, glaube ich, eine, die hier auf so einem Schrank stand. So, wir müssen jetzt einen Blumentopf abschießen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ich mich wieder gesoftlockt und wir können das Ende wieder nicht machen. Ey, das ist ein.
Couch interagieren, wo das Telefon vorhin geklingelt hat. Quasi hier. Ich spamme eh. Und da ist das Problem, was Seth auch anfangs hatte. Irgendwie möchte das nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich spamme jetzt halt wirklich hier das E bis zum geht nicht mehr. Als wenn sie nicht reagieren würde. Als hätte sich das hier ganze fest irgendwie festgehakelt. Es geht halt einfach nicht. Na gut, dann werde ich euch das Ende jetzt einfach mal bei Seth einblenden. Seth, ich hoffe, du hast kein Problem damit, wenn ich das mache. Aber wie man sieht, es geht überhaupt nicht an dieser Stelle hier. Zumindest nicht bei mir. Wie gesagt, Seth hatte auch da ein bisschen Probleme. Aber wenn ich das jetzt von Seth zeige, kann ich auch gleich mal zeigen, wie es in der anderen Version aussah. Deshalb würde ich sagen, springen wir jetzt einfach mal kurz rüber. So, ich habe eben gemerkt, dass mein Headset, also das Mic von meinem Headset unten war. Wird mir in Zukunft nicht passieren. Am 17. kommt mein Mic an. Hoffentlich. Selbstverständlich habe ich den lieben Seth abonniert. Wie man sehen kann. Ehrensache, weil der Typ ist echt der Hammer. Ich meine, der macht Horrorvideos und das bringt er auf eine sehr lustige Weise rüber. Aber genug Werbung gemacht an der Stelle. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich das finde. Ja, hier zum Beispiel sieht man das blutverströmte Bett. Oh, Werbung. Das blutverströmte Bett mit der Wand. Und die Stelle, wo man die Waffe findet. Singfinder. Wenn man hier nicht 18.04. eingibt, wie der Hochzeits... Du hast noch nie Crossout gespielt? Dann ist es jetzt an der Zeit. Crossout ist ein kostenloses Actionspiel, in dem du relativ Spaß. Tag der Eltern sozusagen, was da im Kalender in der Küche markiert ist, sondern eine andere Jahreszahl. Er zeigt genau das Secret, das ich auch gezeigt habe. 1987 mit Golden Freddy. 87 war das, glaube ich. Passt auf jetzt, ihr werdet es lieben. Ja, wir werden es lieben, weil wir alle FNAF-Fans sind. 10.04. Und da sieht man es, da findet man eine Waffe. Also eine Pistole. Dementsprechend ist auch das Ende anders. Naja, hier sieht man es. Nichts mit der Couch, wie ich eigentlich gedacht hatte, sondern... Ist das laut genug? Geht es hier? Hallo? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Moment. Ah, jetzt geht's. Man kann dieses kleine Stückchen Stoff nämlich anzünden. Ja, ich meine, wir können nach diesen schrecklichen Ereignissen jetzt ein bisschen unser Gemüt... So, warte mal. Es dauert nicht mehr lange. Wenn ich es finde. Wenn ich es finde. Da schießt ein Tod. Ah, hier. Fall passiert. So, passt auf, wir gehen jetzt hier zu unserer mysteriösen Ecke und es ist nichts mit der Couch, wie ich eigentlich gedacht hatte, sondern... Geht es hier? Dasselbe Problem, wie ich hatte. Hallo? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Moment. Letztendlich hat es dann doch geklappt. Ah, jetzt geht's. Man kann dieses kleine Stückchen nicht Stoff nämlich anzünden. Gefühlt 100.000 Mal drücken. Ich meine, wir können nach diesen schrecklichen Ereignissen jetzt... Das Ganze sieht man auch nochmal im Hintergrund. Jetzt. Und das ganze Ending, nachdem man ihn dann nochmal besiegt hat, sieht dann so aus. Und wir haben das Fire-Ending, Ruby. Oh, Alter. Beschütze uns, Ruby. Beschütze deine Familie. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Und das wäre das Secret-Ending. Und wenn man jetzt nochmal, Seth hat das auch gezeigt vom Markiplier, das Ende mit der Polizei, was sich durch die Pistole komplett ändert. Wie man hier schon sehen kann. Sich hier einmal anbietet. Ist auch jetzt das Beste, was wir machen können, ja? Ich meine, Facecam da unten. Oh, Dualshock-Verbindung getrennt. Egal. Und dann im Video ein Video zeigen. Von einem Video. Okay, okay. Besser geht's nicht. I'm the best. Hi! Armed police, drop the gun! Ich hoffe, beide haben nichts dagegen. Oh no.
Oh nein. Und deswegen gibt es auch viel, viel mehr Sinn. Oh Gott. Genau deswegen macht das keinen Sinn. In der neuen Szenerie. Deswegen musst du dir das Ending verändern. Spurensicherung. Oh oh. Krass. Oh no. Sie haben den Stofftier gefunden. Ah, that's what you call not good. Aber. Und so wäre quasi eigentlich das eigentliche Ending davon. Ja. Markiplier Seth, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich werde euch einfach verlinken. Auch das Video von Seth, was ich gerade angeguckt habe, werde ich verlinken. Um zu hoffen, dass ich da keine Probleme mache. Falls du das siehst, Seth, antworte mir mal bitte darauf. Also, falls du es siehst, ja. Ob du damit Probleme hast, ich hoffe nicht. Und ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal zu den zwei Flash-Games, die ich vorbereitet habe. Natürlich, auf der besten Internetseite, die es gibt. Girls Go Games. Ja. Was es über mich und meine Männlichkeit aussagt, lasse ich einfach mal so da stehen. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Das ist ein ganz herrliches Spiel, kann ich nur empfehlen. Kann man auch super spielen als Challenge, ohne hinzugucken. Also beziehungsweise nur nach oben zu gucken. Und da habe ich auch schon das erste Level geschafft. Ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn ich so in die Kamera gucke, dass ich ein bisschen wirke wie so ein Psycho. Warum ist die Musik weg? Es gibt Vollbild dafür. Ich glaube, wir lassen das so. Warum pausiert es? What the fuck? Übrigens, die kommenden Tage wird auch noch ein Oreo backen, also ein Oreo Cupcakes backen kommen. Wenn ihr Interesse an sowas habt, schaltet da auch noch gerne ein. Könnte jedoch auch noch eine halbe Woche dauern, bis es so fertig ist. Außerdem plane ich weitere GTA Online Spiele, also Videos, besser gesagt, wahrscheinlich Spiele. Und Battlefield 5 Videos, also Online-Modus, sowie ein Let's Play Reloaded von Neck und Hairdaylai. Scheiße. Oh, doch geschafft. Und wenn ihr daran Interesse habt, abonniert doch gerne den Kanal, um das nicht mehr zu verpassen. Und falls ihr Abonnent seid, bin ich gerade wirklich übers Ziel gesprungen? Das meinten meine Eltern also immer, wenn sie gesagt haben, ich schieße jedes Mal übers Ziel hinaus. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, wie gesagt, abonniert es. Und wer schon Abonnent ist, F in den Chat für Respekt. Ja. So. Darf ich mich hier nicht so blöd anstellen bei so einem Flash-Game für Kinder? Sonst ist das ein bisschen peinlich. So. So. Was macht ihr eigentlich an Ostern? So was esst ihr? Ich meine, ja, aktuell ist ja Corona-Zeit. Da kann man ja auch nicht so viel machen. Ich weiß nicht. Ist das Eiersammeln noch so Tradition, ja? Oder ist da eher so nur Schoko-Dinger? Bei uns zum Beispiel war es so, wir haben alles Mögliche gesammelt. Süßigkeiten, auch Eier natürlich. Oh shit. Aber auch sowas wie Konsolenspieler wurden auch versteckt. What the fuck war das? Das eine Mal zum Beispiel war Scheißwetter zu Ostern. Dementsprechend war ein Fest draußen nicht möglich. Da habe ich dann einfach, da haben meine Eltern, während ich geschlafen habe, in mein anderes Zimmer. Ja, ich hatte als Kind zwei Zimmer. Sorry, wenn ich immer so mache. Durch das Reden trockne meine Lippen sehr schnell aus, merke ich gerade. Außerdem habe ich viel nicht getrunken, das habe ich ja schon am Anfang des Videos erwähnt. Mist. Da haben sie in meinem anderen Zimmer einfach ein Fahrrad hingestellt. Ich glaube, das war mein Togo-Fahrrad, was ich hatte. Dann war ich der Coolste. Mit so einer elektronischen Hupe. Beziehungsweise Klingel.
die gesagt hat, miep miep, aus dem Weg bitte. Das war cool. Also. Scheiße. Fucking Rechtsklick, Alter. Oh, dieses doppelte Pause-Menü regt mich auch auf. Ich bin aus Versehen eben auf rechte Maustaste gekommen. Ja. Übrigens, ich kann auch gleich eine kleine Vorschau auf das Video fürs für den Apfelkuchen, den ich auch noch vorhabe zu machen. Das war falsch. Wo ich vorhabe, es noch hochzuladen bzw. zu bearbeiten. Aufgenommen ist es ja schon. Blende ich hier noch gleich mal kleine Vorschau. Eieieiei. Mist. Okay, ein Try noch. Dann testen wir das zweite. Scheiße, ich habe eine OBS reingetappt. Ja, wie gesagt, da werde ich euch gleich noch eine kleine Vorschau einblenden vom Anfang. Ich hoffe, das kleine Oster-Special gefällt euch auch. Ich habe halt ein bisschen was zusammengestellt, ja. Oh, oh. Das war gar nicht mal so schlau. Ach, scheiße. Ach, dann nicht. Digga, mir brennt die Lippe. Weil ich habe die Angewohnheit, dass ich immer mir ein Stück rauszuppel, wenn es trocken ist, ja. Und es dann abreiße, einfach so ein Stück Haut abreiße. Dementsprechend brennt meine Zunge. Ich glaube, man kann sogar hier sehen, dass es ein bisschen blutet. Weil es durch die Trockenheit jetzt aufgerissen ist, aber passiert. Es gab da noch andere Osterspiele. Ich guck nochmal schnell nach. Okay, ich glaube, ich bin blind. Ich find's nicht mehr. Ich find's einfach nicht mehr. Ich kann ja nochmal bei Tiere nachgucken. Aber ich glaube, das werde ich nicht finden. Als ob es das Spiel hier gibt. Das hier. Talking Tom Gold Rush. Na gut. Machen wir weiter mit FNAF. Okay, kommen wir zum dritten Teil des Specials. Und ja, ich habe meine Hasenohren wieder aufgesetzt, weil wahrscheinlich sich einige aufgeregt haben. Setz deine Hasenohren wieder auf. Hier sind sie. Typisch zu Ostern werden wir uns jetzt mit jedem Hasen in dem Spiel anlegen. Und zwar erstmal auf Stufe 5, würde ich sagen. Und dann später vielleicht nochmal alle auf Stufe 10. Ich muss nämlich dazu sagen, ich bin nicht so gut in FNAF. Deshalb nehmt mir das bitte nicht übel, wenn ich jetzt hier komplett reinzacke. So, sind das alle? Nee, hier. Afton fehlt noch. William Afton müsste es sein. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müssten alle sein, glaube ich. So. Ich bin ziemlich angespannt, weil ich habe lange nicht mehr FNAF gespielt oder gesehen. Erst noch mal den Power Generator an. Und collecten hier. Oh Gott! Junge! Und collecten 10 Münzen. Digga. Okay, wo ist Springtrap? Springtrap ist noch da. Fuck! Nein! Fuck! Ach komm. Ja. Ich war komplett überfordert eben. Was war denn das? War das William? Scheiße, es war William. Also Afton. Es war Afton. Fuck! Okay, nochmal. Power. Collecten. Nicht erschrecken. Okay, für Afton brauche ich definitiv F. Mann, hör auf! Er schreckt mich aber auch jedes Mal vor ihm.
3. So. Wo ist der Shop? Hä? What? What a fine day to come here and say that your face and flesh I must play. Halt deine Klappe. Er erscheint, muss ich seine. Der ist nicht erschienen, Spiel. Laber nicht. Ich bin ja fast sicher. Generator. Klappe halten, habe ich gesagt. Ist schon da? Nein. Die Klappe, habe ich gesagt. Der muss ja schon längere Zeit drin gewesen sein. Ich meine, er war nur auf Schwierigkeitsstufe 5. Auf jetzt, da mich anzuschreien ständig. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Wo ist deine Scheiß? Okay, ich finde deine Gitarre. Ich gesagt, halt die Klappe. Dankeschön. Okay, nochmal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Nur nicht auf Stufe 10. Powergenerator. Camp 5 komplett meiden. Da ist nämlich der Wahnsinnige drin. Der Schreihals. Ist er schon da? Nein. Kommen noch 3 Münzen. 2. Eine. Ist noch nicht da. Boom. Abgewehrt. Okay. Spring ist noch nicht da. Okay, ich hab 11. Jetzt in den Shop. Wo ist der Shop? Gut, der kann schon mal nichts mehr anhaben. Fuck, aufsetzen. Das heißt, Springtrap beobachten. Scheiße, mein Mike. So, da ist, glaube ich, mein Mund. Ja, nicht ganz. Da ungefähr. Ich dachte schon, jetzt steht der Fuckhase bei uns. Oh, da ist eine Bonnie-Figur. Hallo, Bonnie. Ist ja cool. Okay, wo ist Springy? Da oben. Springy müssten wir eigentlich, glaube ich, auch da oben sehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Kurz resetten. Und hoffen, dass der andere Hase hier nicht erscheint. Weil wenn der erscheint, RIP. Okay, dann geht da unten lang. Machen wir erstmal dicht da unten. Hier. Spring Bonnie ist frisch gewischt. Fall nicht hin. Okay. Nochmal resetten hier. Hoffen, dass der andere nicht kommt. Dem dessen Gitarre. Dem seine Gitarre, ne? Jeder, welche seine Gitarre verloren hat. Nicht wahr, Freddy? Hallo, Freddy. Ja, wusste ich doch. Das darf in keinem FNAF-Spiel fehlen. Ja. Sehe ich genauso. Irgendwas zu brabbeln da hinten in der Ecke. Rate ich dir auch. Will nämlich eh keiner hören. Fast wie bei mir und mit meinen Let's Plays. Will keiner sehen und ich will keiner hören. Wir sollten uns zusammentun, weißt du das? Mr. Candy Boy. Ich glaube, er hieß Mr. Candy, oder? Hieß der Mr. Candy? Genau, was auch immer du sagen wolltest gerade. Oben zumachen vielleicht mal. Freundlich, der klopft da kurz an. Und dann geht er wieder. Scheiße. Oh, wo haben wir denn deine Gitarre versteckt? Da. Stimmt's, Freddy? Das haben wir gut gemacht, ja?
Ja, wusste ich doch. So. Nein, ich werde es nicht auf 20 machen. Wenn ihr mehr wollt von FNAF, das fällt mir gerade so ein, dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder ich mache hier oben eine Abstimmung. Wenn ihr mehr FNAF sehen wollt, dann stimmt einfach mal in den Kommentaren ab oder oben beim i. Und dann werde ich mal nachgucken, ob ich ein bisschen mehr FNAF machen soll. Wenn ja, wenn ihr für ja stimmt, quält ihr mich. Aber dann werde ich FNAF bringen. FNAF 1, FNAF 2. 3 müsste ich, glaube ich, auch haben. 4 habe ich nicht. Sister Location habe ich leider auch nicht. Hole ich mir dann vielleicht, je nachdem, wie ihr abstimmt. FNAF VR kann ich bei dem Kumpel aufnehmen. Habe ich auch schon gemacht, muss noch bearbeitet werden. Wegen Corona kann ich jetzt nicht zu ihm, weil bei ihm ist die Festplatte mit den Dateien drauf. Ich glaube, wir haben über 100 GB aufgenommen. Passiert. Stimmt's, Freddy? Dachte ich mir. Gewonnen. Nice. Okay, war nicht so viel. Ich freue mich trotzdem, okay? Das sind kleine Schritte für mich. Ich freue mich darüber. Ich bin halt nicht der King of Five Nights at Freddy's wie Seth Corrupted und Markiplier. Oder German Snake war, glaube ich, auch. Hat German Snake es geschafft, auf 50-20 zu gewinnen? Obwohl, der war schon so schrecklich gerade eben. Den packen wir auf 20. Der hier juckt mich nicht, der bleibt so wie er ist. Den machen wir auf 15. Und den machen wir auf 20. Dafür nehmen wir ihn raus. Und den hier lassen wir auf 5. Den hier auf 1. Na gut, dann packen wir auch den hier rein. Bis 750, ne? Machen wir es so. Okay, let's go. Ihr habt ein bisschen Schiss. Mal 10 Coins collecten. Und jetzt eigentlich nur noch Springtrap beobachten. So. Now I will tell you a story. Fuck. Ich will aufmachen. Das war schnell genug, oder? Ich hoffe doch. So, F bereithalten für... Alter, hast du mich gerade erschreckt. Für Dingens, Kirchen. Für Afton. Kann ich eigentlich auch mit S? Ja. Okay. Ich weiß halt echt nicht, wie viel Zeit ich habe. 1 Uhr morgens ist es schon. Fuck. Oh, das war zu spät, oder? Oh, jetzt wird sie mir ins Gesicht springen, oder? Willst du nicht? Wie gnädig. Dankeschön. Okay, machen wir oben mal zu. Na komm, klopf gegen. Frisch gewischt. Würde ich nur mal gesagt haben, ja? Frisch gewischt. Ich bin eigentlich einer von euch. Wisst ihr das eigentlich? Ich hab auch Hasenohren. Zu öften lässt sich ganz schön Zeit. Springy Boy kommt wieder. Passt du mit auf?
immer so schleichend, dass ich denke, er kommt gar nicht. Okay. Springtrap wählt wieder den langen Weg. Habe ich nichts dagegen. Habe ich mehr Zeit. Oder kann er vielleicht nur den Weg gehen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja noch, dass es das Duct-System gibt. Duct-System. Und das war irgendwie Bullshit, wenn du da alle Roboter drin hast, wenn du 50-20 machst. Und komm, klopf gegen. Okay, pass auf. Wir machen das, glaube ich, noch eine Runde. Oder wir sparen uns das für die nächste Folge auf. Wenn ihr abgestimmt habt. Vielleicht mache ich noch ein bisschen FNAF. Aber nur vielleicht. Nur wenn ihr wollt. Fuck. Afton kam noch gar nicht, ne? Aber ist der auf 20. Ich weiß, dass er einmal in der Nacht kommt. Ich sag's euch, die fiese Sau wird genau um 5 Uhr kommen. Der hat sich schon einen Timer gestellt. Der steht schon eigentlich da hinten auf der anderen Seite vom Vent. Der sitzt schon da drin und guckt mich schon an. Mit gelb funkelnden Augen. Wartet nur so. Oh, Kinder! 5 Uhr morgens! Rein! Und dann kommt er an. Ich möchte seinen Krabbenburger aus meinen kalten Händen reißen. Ah, den kriegst du nicht! Den kriegst du nicht. Eigentlich habe ich so viel Strom, ich kann alles zumachen hier. Oh, nee. Mensch, William, 5 Minuten ist aber ganz schön, du bist schon zu spät. 5 Uhr morgens ist schon längst vorbei. Klopfst du jetzt mal? Oh Gott. Oh, jetzt hat er mich fast angeklickt hier. Oder hat er geklopft? Ja, hat er. Oder die Drecksau kommt genau vom Ende. Was war mit William los? Also, Afton, ich sag mal William, weil ich Leute lieber in Vornamen anspreche. Dankeschön für die Batterie, mein Freund. Dankeschön. Hä? Er ist auf 20 und kam nicht? Voltec once per night. Okay. Lul. Er war nicht da, den lassen wir mal drin. Die beiden Nervzwerge hier nehmen wir raus. Was macht er? He will appear in your office poised to attack. Okay. Nehmen wir mal rein. Ich würde sagen, das ist die letzte Runde für heute. Let's go. So, eigentlich brauchen wir auch nichts. Und eigentlich nur Power System, das da. Und das war's schon. Und dann muss ich auf S und F gedrückt halten. S, um kurz zu gucken, wo er ist. Und F. Für Afton. So. 5:14 schon wieder gedroppt, ey. Was sagst du dazu, Freddy? Das dachte ich mir. Ganz deiner Meinung. Springtrap ist ganz schön schnell unterwegs gerade, ha? Huh? Der hat richtig Bock, an mein Höschen zu kommen. Fuck! Mach runter! Niemals haben wir das überlebt. Niemals haben wir das gerade überlebt. Ich war so scheiße gerade eben. Danke! Danke. Und das Wackelköpfchen rein.
Könnten. Ha! Das war knapp. Fast hätte Afton mich gekriegt. Ich muss erstmal überlegen. Ich glaube, man hat es gesehen, dass ich komplett überfordert war. So, jetzt kann ich meinen Finger auch von F runternehmen. Weil er kommt hier nur einmal pro Nacht. Jetzt kann ich sie auf W und S lassen eigentlich. Mal kurz das resetten. Und jetzt aufpassen. Stimmt's, Freddy? Das dachte ich mir. So, ist oben zu, ja. Ich finde es auch lustig, wie muss das für die Roboter sein, wenn da, wenn du reinkommst, siehst, dass da der Typ keine Maske auf hat, er die Maske aufsetzt, noch schnell einen Knopf drückt und während du am Rausgehen bist, setzt er die Maske wieder ab. Da würde ich mir als Toy Bonnie aber ziemlich verarscht vorkommen. Oh, wie siehst du das, Freddy? Okay, ich höre auf, da wird es jetzt nicht mehr lustig. Auf dich klicke ich nicht, ich habe gehört, du bist ein Verräter. In manchen Fällen soll angeblich den Spieler töten, also dann der Foxy. Da komm ich mal kurz einen Drücker. Hier, frisch gewischt. Also, der große Bonnie kam auch nur einmal und dann hat er gesehen, dass ich dankend war und dann kommt er auch nicht mehr wieder, oder was? Will mich nicht beschweren, finde ich super. Shit. Guten Tag. Toy Bonnie ist irgendwie übelst gruselig. Er ist zwar der Animatronic, der, finde ich, am freundlichsten aussieht, abgesehen von Toy Freddy und den Rockstars. Aber dadurch, dass er so übertrieben happy aussieht, ist er übelst weird. Oder? Findet ihr das? Okay. Springtrap, wie wollen wir... Scheiße. Ich wollte gerade fragen, wie wollen wir das jetzt ausspielen? Soll ich dich die ganze Zeit anstarren? Er wollte nicht. Übrigens, ihr habt noch 15 Sekunden Zeit. Stimmt's, Freddy? Ja. Oh! Da wollte er nochmal mich cheesen hier. Da hat er gedacht, jetzt, Alter, letzten 5 Sekunden, da komme ich nochmal. Und das war gut, er hat mich fast erwischt. So, wie gesagt, wenn ihr mehr FNAF sehen wollt, schreibt es in die Kommentare und macht die Abstimmung oben beim i. Ich würde dann sagen, das war's für heute fürs Special. DD Repel. Ich glaube, das ist das beste Item, was man kriegen kann. Mir tut mittlerweile der Kopf von den viel zu kleinen Hasenohren weh. Aua, hat sich voll reingedrückt. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Und zwar um 18.30 Uhr und nochmal um 20.30 Uhr, wenn dann wieder Uncharted 2 und Assassin's Creed Origins kommen. Haut rein, Leute, man sieht sich. So, das war's mit dem Osterspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Teilt das Ganze mit euren Freunden und Familie. Und lasst auch gerne ein Abo da, falls ihr kein Abonnent seid. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und habt noch ein wunderschönes Osterfest. Hey Leute, frohes Ostern wünsche ich euch. Und ja, viel Spaß mit dem kleinen Osterspecial, was ich hier vorbereitet habe. Die Hasenohren werde ich gleich wieder absetzen, weil die sind echt fucking unbequem. Die sind nämlich viel zu klein. Das sind nämlich eigentlich Teufelsohren. Oder Teufels... Wahrscheinlich Teufelsohren, wartet mal kurz. Mist, hör auf. So, das sind eigentlich Teufelshörner. Mal Kamera.